Die heutigen Themen: Vorstellung der neuen Kawasaki ZX-10R am 23. November, neue BMW R1250 GS und Adventure mit neuer Ausstattung, Section Control ist rechtmäßig, tödlicher Unfall auf der A8 vom Juli 2018, wieder Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst und mehr. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findet ihr auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App für Android und iOS. Willkommen bei den Motorrad-Nachrichten. Vorstellung der neuen Kawasaki ZX-10R am 23. November. In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Kawasaki Kanada teasern sie die für den 23. November geplante Vorstellung von 6 neuen Motorrädern an. Erst vor kurzem wurden die Updates der aktuellen Produktpalette vorgestellt. Neue Farben und kleinere Fahrwerksupdates wurden bekannt gegeben. Ein Update für die aktuelle ZX-10R gab es allerdings nicht. Der Grund dafür dürfte sein, dass eine neue ZX-10R am 23. November vorgestellt werden könnte. Auch ein neues und limitiertes Homologationsmodell für den Motorsport gilt als wahrscheinlich. Es könnte also auch eine neue ZX-10RR vorgestellt werden. In dem Teaser-Video wird schon gezeigt, für welche Bereiche die einzelnen Modelle entwickelt wurden. Die noch abgedeckten Motorräder werden verschiedenen Kategorien zugeordnet. Das erste Modell scheint für Straßen und gelegentliche Ausflüge auf unbefestigten Untergrund gedacht zu sein. Hauptsächlich für die Rennstrecke sollte das zweite Modell entwickelt worden sein. Der Fokus wird hier auf die Curbs gelegt, was vermutlich auf die Präzision der möglichen Fahrlinie hindeuten könnte. Auch die Modelle 3 und 4 scheinen für flotte Touren gedacht zu sein. Auch hier ist eine Rennstrecke zu sehen, allerdings nicht mit dem Fokus auf die Kurven. Zu sehen ist ein längerer, geschwungener Streckenabschnitt, gefolgt von einem kurvigen Teil. Die Bilder des fünften Modells sind ähnlich. Die Rennstrecke schlängelt sich in leichten Bögen durch einen Wald. Hier könnte es sich um ein Motorrad mit viel Leistung handeln. Echte Kurven sieht man hier allerdings nicht. Modell Nummer 6 ist zuerst Offroad unterwegs, bevor es auf die Straße abbiegt und ein Highway gezeigt wird. Bei dem Modell dürfte es sich also um ein Dualsport-Motorrad handeln, welches auch für längere Touren geeignet sein sollte. Neue BMW R1250 GS und Adventure mit neuer Ausstattung. Zahlreiche Neuerungen verspricht BMW für die R1250 GS und 1250 GS Adventure zum 40. Geburtstag der GS-Reihe. Der bekannte Zweizylinder-Boxermotor hat einen Hubraum von 1254 Kubik und leistet 100 kW bzw. 136 PS unter Erfüllung der Euro 5-Norm. BMW Shiftcam-Technologie sorgt für eine Variierung der Ventilsteuerzeiten und des Ventilhubs, wodurch genug Kraft über das gesamte Drehzahlband, eine hohe Laufruhe sowie Laufkultur und hervorragende Verbrauchseigenschaften und Emissionswerte erreicht werden sollen. Die dynamische Traktionskontrolle ist serienmäßig. Der neue Fahrmodus Eco wurde jetzt serienmäßig integriert und soll einen geringen Verbrauch ermöglichen. Optional ist der Fahrmodi Pro, zu dem auch eine Motorschleppmomentregelung gehört. Dadurch lassen sich instabile Fahrzustände, die beim Schubbetrieb durch einen Bremsvorgang oder beim Herunterschalten entstehen könnten, vermeiden. Neu ist eine Fahrmodi-Vorauswahl, mit der der Fahrer Fahrmodi auf verschiedene Taster legen kann. Das ermöglicht einen einfachen und schnellen Wechsel der Modi unter der Fahrt. Serienmäßig integriert wurde auch BMW Integral ABS Pro, ein erweitertes ABS-System, das auch die Schräglage berücksichtigt. Durch den Ausbau des Fahrmodi-Konzeptes kommen noch weitere Funktionen hinzu, wie zum Beispiel die erweiterte Ausstattung der ABS-Regelcharakteristik an den jeweiligen Fahrmodus. Das Anfahren am Berg wird serienmäßig durch Hill Start Control erleichtert. Eine Pro-Version gibt es optional, die nochmal einen spürbaren Komfortgewinn bringen soll. Wie auch bei der kleinen BMW G310 GS wird bei den großen Modellen die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Als Sonderausstattung adaptives Kurvenlicht wird ein System angeboten, das den Scheinwerfer abhängig von der Schräglage in die Kurve hineindreht. Eine weitere Sonderausstattung ermöglicht die Beleuchtungsfunktionen Welcome, Goodbye und Follow Me Home. Durch Ordern des Paketes Cruising Light werden die beiden vorderen Blinker so angesteuert, dass sie dauerhaft gedimmt leuchten. Je nachdem, für welchen Markt das Motorrad gedacht ist, werden auch die hinteren Blinker getauscht, sodass sie neben dem gelben Blinklicht auch ein rotes Brems- bzw. Rücklicht abgeben. Section Control ist rechtmäßig. Das bundesweite erste Streckenradar wurde in der Nähe von Hannover eingesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt entschieden, dass es auch rechtmäßig im Einsatz ist.
Das dürfte den Weg für weitere Strecken ebnen, die per Streckenradar überwacht werden. Bei einer Section Control wird ein bestimmter Streckenabschnitt überwacht. Jedes Fahrzeug, das in diesen Abschnitt einfährt, wird registriert. Am Ende des Abschnitts wird das Fahrzeug nochmal erfasst und anhand der benötigten Zeit die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Ist diese höher als die erlaubte Geschwindigkeit auf der Strecke, werden weitere Schritte eingeleitet und es gibt zum Beispiel ein Bußgeld. Befindet sich die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit im erlaubten Bereich, werden die erfassten Daten, also das Nummernschild, die Zeit, das Datum und das Foto, gelöscht. Ein Kläger hatte gegen das System wegen Datenschutzbedenken geklagt, da jedes Fahrzeug erfasst wird und die Daten somit zumindest kurzfristig gespeichert werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt endgültig beschlossen, dass das System rechtens ist. Man darf davon ausgehen, dass zukünftig weitere Strecken mit Section Control ausgestattet werden, wobei dazu bisher noch keine offiziellen Pläne bekannt wurden. Tödlicher Unfall auf der A8 vom Juli 2018, wieder Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Wie berichtet, kam es am 01.07.2018 zu einem tödlichen Unfall auf der A8 mit Fahrerflucht. Das Thema wird am 14.10.2020 zum zweiten Mal bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Was war geschehen? Ein damals 37-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem 13-jährigen Adoptivsohn die linke Spur der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Homburg. Laut Zeugenaussagen fuhr ca. 500 Meter nach der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Ernstweiler ein weißer PKW auf das Motorrad auf. Aufgrund der Kollision schleuderte das Motorrad gegen die Mittelleitplanke, prallte davon ab und fing Feuer. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Der 13-jährige Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um eine weiße Mercedes E-Klasse Limousine gehandelt haben, möglicherweise um ein Cabrio. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Saarland. Die Ermittlungen führten leider zu keinem Ergebnis und da weitere Erkenntnisse ausblieben, wurde die Akte Anfang des Jahres geschlossen. 350 Hinweise wurden verfolgt und 500 Kraftfahrzeuge in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Österreich überprüft. Würde man allerdings neue Hinweise erhalten oder neue Erkenntnisse gewinnen, sollte die Akte wieder eröffnet werden. Der Vorfall war bereits am 22.08.2018 Thema in der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Am 14.10.2020 wird der Fall ein zweites Mal behandelt. Durch die Ausstrahlung erhofft man sich weitere Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer. Zu diesem Zweck wurden die letzten Tage des verstorbenen 13-Jährigen professionell nachgedreht. Die entsprechende Folge Aktenzeichen XY ungelöst läuft am 14.10.2020 ab 20.15 Uhr im ZDF. Das war's an dieser Stelle mit den Nachrichten. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findet ihr auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App für Android und iOS. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Schauen.